Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meines SNES Mini Classic Specials. Heute gibt's Mega Man X von Capcom und wir schauen uns das Game einfach mal an. So, was können wir denn hier Schönes machen? Option Mode. Cool. Wir können die Tastenbelegung ändern. Okay, den Sound Mode und dann können wir uns hier die Soundeffekte anhören. Alles klar. Und das brauchen wir uns jetzt nicht nochmal anschauen, denn das haben wir uns gerade in voller Länge reingezogen. Und wir machen einfach mal Game Start. Das Spiel hat eine Passwortfunktion. Und dann schauen wir einfach mal. Es gibt ja insgesamt 3 Teile von Mega Man X. Hui! So, mal schauen, wie das hier funktioniert. Okay, ballern, 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 bis der Arzt kommt. Hui! Ducken können wir uns leider nicht. Wir können nur springen. Wir können auch nicht nach oben schießen. Ja, schauen wir mal. Dun, 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 dun. Typisches Mega Man-Geballer. Aber es ist jetzt schon kommen, dass es so schwer ist wie alle anderen Mega Man-Teile. So. Bleiben wir mal lieber hier oben. Oh yeah, alles bashen. Ah, wir können es chargen. Watch. Cool. Batsch! Uiuiuiuiui! Boah, der ist aber fett! So, Charge weg! Ist auf jeden Fall mal ganz interessant, dass sie diesen Teil mit auf den SNES Mini packen. Finde ich schon ganz cool eigentlich. So, ein bisschen. So. Mal schauen. Es wird dunkel, Leute. Es wird dunkel. Oh, 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 Boss Time. Okay, wir haben links unsere Energieleiste. Ah, so typischer Action-Shooter in üblicher Mega Man-Manier. Aber ich glaube, wir haben dieses Riesending weggebasht. Was haben wir hier?
Da kommen wir gar nicht ran. Schaut euch das mal an. Da kommen wir auch nicht hin. Okay. Wie können wir das irgendwie schieben? Bam. Nee, auch nicht. Okay. Können wir hier einsteigen? Okay, wie geht's weiter? Dankeschön. Okay. Escape X-Buster. Okay, okay. Da kommen wir nicht weiter. Warum auch immer. Was haben wir denn hier? Ne, das können wir nicht machen. Okay. Vielleicht hier so... Nee. Vielleicht können wir mit Select was machen. Schauen wir mal. Schultertasten? Auch nicht. So, jetzt habe ich den gebasht. Aber jetzt kann ich eigentlich... Ach so, ich kann hier wieder hoch. Okay. So, kommen wir weiter. Full Energy, please. Na, das muss man mir ja mal sagen. Coole Funktion. Mega Man ist ja sowas wie ein... Naja, nennen wir es Androide. Würde ich jetzt mal sagen, einfach mal. Schon wieder so eine Hummel. Hummel, Hummel. Komm schon, Batsch. Batsch. Autsch. So. Es gibt ja aber auch kein Tutorial oder so, wo einem erklärt wird, was man halt machen muss. Aber wenn wir das natürlich machen können, ist es natürlich schon ziemlich cool. Aber es ist halt Mega Man X, die Weiterentwicklung zum normalen Mega Man auf dem NES. Uiuiuiui. Autsch. Warum rufe ich Autsch? Ist ja nichts passiert. Wow. So. Cool, das gefällt mir richtig. Das finde ich mal richtig... Das finde ich mal ein cooles Mega Man. Sind wir jetzt komplett tot oder haben wir mehrere Leben? Ah, hier fangen wir an. Alles klar. Passen. Sonst gehen wir wieder baden. Und das tun wir auch. Nee, gerade nicht. Ja, das wird schon ein bisschen Gas geben. Aber ich finde schon gar nicht so schlecht, dass sie das, wie gesagt, mit aufgepackt haben. Okay, mit dem Sprungknopf kann man sich an den Wänden entlang hochkraxeln. Autsch! Boah, jetzt kommt wieder diese unfaire Gegnerbatterie, so wie man es von Mega Man kennt. So! Hast du ein tolles Auto? Das ist jetzt Schrott! Haha! Okidoki! Sprung! Ist das hier irgendwas? Nö. Cool. Das fetzt richtig, Leute. Auf jeden Fall ein sehr nicer Titel. Oh mein Gott. Jetzt wird's mächtig. Bam. Oi. Jetzt wollen sie es uns aber zeigen. Mal gucken, wie viele noch von diesen Autos runterkommen. Ich hatte uns mal aufgeladen. Ah, dachte ich mir nämlich schon. So. Das ist ja mal geil, oder das Spiel, Leute. Von heute. So. Oh, Boss-Time und wir haben uns noch zwei Energiemarken. Das ist nicht cool, das ist nicht cool. Autsch! Oh, nein!
Du wertloses Stück Metall. Denkst du, du kannst mich schlagen? Okay, also können wir diesen Kampf gar nicht. Boah, es geht! Alter! Gut, also können wir den gar nicht bashen. Zumindest haben wir ihn verletzt. Ich glaube, ich bin nicht kräftig genug, um ihn zu besiegen. Du sollst ihn auch gar nicht töten. Er ist eine kreierte Kampfmaschine. Er ist als Kampfmaschine kreiert. Erinner dich. Du hast nicht die volle Power. Wenn er alle Stärken, okay, also wenn wir jetzt alle Kräfte gesammelt haben, dann werden wir auch stärker. Du wirst mächtiger sein als ich. Ich schaue voraus und sammle alle Informationen für Sigmas Schloss auf, die ich kann. Gut übersetzt, ne? Okay, wir treffen uns dann später. Ex, ich glaube an dich. Okay, wir heißen also nur Ex. Na dann. Okay, was ist das? Ach, das ist das Passwort. Okay, Doki. Ah, jetzt können wir in die verschiedenen Level. So wie es halt typisch für Mega Man ist. Nehmen wir mal das hier. Das sieht ganz witzig aus. Bestimmt gleich das Schwerste. Uah. So, wir müssen uns jetzt also in aller Mega Man-Manier die Kräfte der einzelnen Bosse sammeln. Das fetzt, Leute. Das fetzt. Könnte ich mir vielleicht sogar mal vorstellen, mal als Let's Play zu zocken. Irgendwann mal vielleicht. Denn irgendwie ist das mal wieder ein richtig geiles Essenes-Game. Ich glaube auch als Modul ist es arschteuer. So, Verschwindibus. Ah, verschwinde, du Stinker und Fledermäuse. Geil, es flasht mich richtig. Sehr cool. Kennt ihr das Spiel? Also ich habe vielleicht mal was davon gehört und ich weiß, dass es drei Teile davon gibt, aber dass es mal so geil ist. Leute von heute. Ich bin ja nur noch Sammler, ne? Und könnte mir gut vorstellen, mir das irgendwann mal für meine Sammlung zu besorgen. Aber es ist wohl, wie gesagt, richtig teuer. Oh, 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 da wir uns alle weg da rennen. Was bist du denn? Psst. Fledermäuse. Oh, oh, wir sind am Arsch, Leute. Wir sind am Arsch. Oh, oh. Alter, weiter. Und das war's. Hat dieses komische Roboter-Ding ist uns mal total gebasht. Weiß gar nicht, wie viel Leben wir haben. Keins mehr. Okay. Dann probieren wir nochmal unser Glück. Boah, Party on! Party on, Wayne! Party on, Garth! Wayne's World! Wayne's World! Falsches Spiel. So. Das fetzt das Game, Leute. Habt ihr schon mal Mega Man gezockt? Ich kenne nur die NES-Teile. Und die sind böse schwer. Aber so wie mir scheint, ist das ja auch nicht gerade eins der leckersten Level, die man nehmen kann. Aber wenigstens haben wir wieder Full of Energy. Bis gleich wieder dieses hässliche Ding da kommt. Okay. Au, das war ein extra Life. Okay. Instant Death, wenn er uns mit seinem fiesen, fiesen Clown packt. Na dann. Das ist jetzt unser letzter Versuch.
Ach jo. Aber ich denke, es reicht, um euch einen Einblick in dieses Spiel zu geben. Und auch ich bin total fasziniert eigentlich. Auch wenn es jetzt auf den ersten Blick ziemlich schwer scheint, aber ich glaube, wenn man es in der richtigen Reihenfolge angeht, ist es gar nicht so schlimm. Ich glaube, wir sind einfach nur kräftig unterlevelt, um eben hier zu bestehen. Jetzt kommt der Stinker wieder. Komm schon hoch! Komm schon hoch! Autsch! Und Sprung! Oh yeah, wir haben ihn gefightet. Diese Fledermäuse. Watsch. So, jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Zeit. Autsch. Oh, bloß raus da. Ist ja instant tot. Aber ich glaube, besonders lange werden wir es nicht machen, oder? Hat so ein bisschen was von, ich will mal vorsichtig sagen, von Super Metroid. Wobei Super Metroid für mich eine arschgeile Atmosphäre mit sich bringt. Aber das werden wir noch sehen. Ist ja Bestandteil des NES Mini SNES Mini Classic. Und das werde ich auf jeden Fall mit euch anzocken. Das hier ist ein geiler Titel. Boah, das fetzt. Das ist richtig was Geiles. Und das war's. Das Game over. Wir haben noch ein Leben. Ja, nicer. Oder gibt's hier Minusleben? Ein Versuch haben wir noch. Jetzt müssen wir den ganzen Kladderadsch nochmal machen. Naja. Tor. Da wären wir fast mit in den Boden gestürzt. Aber Gott sei Dank konnte ich uns noch fangen. So, Full Energy. Ballern, was das Zeug hält. Auch grafisch finde ich das okay. Ah gut, okay. Ich nutze hier einen Filter, um wirklich die bestmögliche Grafik für euch zu präsentieren. Auf der NES Mini. SNES Mini, verdammt nochmal. Lern es. Ist die Grafik natürlich dem Original nahe. Oh oh. Dum, 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 dum. Ah, weg da. Das werden wir nicht überleben. Das war's. Schade Marmelade, Leute. Schade Marmelade. Ja, wer da weiterspielen möchte, kann sich gerne dieses Passwort notieren. Aber für uns ist hier das Spiel zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen und euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns zum 10. Part des SNES Mini Classic Specials. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.